Hallihallo. Guten Tag. Ich grüße euch alle. Hallo Marius, hallo Tessa, hallo Angelo und hallo Max. Ich hoffe, dass ihr sehr schöne Ferien gehabt habt und dass ihr auf jeden Fall etwas Tolles gespielt habt. Ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen und dass wir uns alle, vielleicht nicht alle, ein paar Stücken auch wiederholen können. So, lass uns mal aber anfangen, nach diesen Ferien uns ein bisschen aufwärmen. Und wie machen wir das? Also, das, was ich euch vorschlage, ist, ihr könnt eure Gitarren einfach kurz mal abstellen und wir machen die Fäuste. Drücken. Und zählen bis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir entspannen die Hände. Dann machen wir nicht nur die Fäuste, aber versuchen wir auch unsere Bizeps und Trizeps anzuspannen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und entspannen. Das gleiche, das was ihr schon könnt, machen wir mit unseren Schultern. Und die Schulter ziehen wir nach oben zu den Ohren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und entspannen bitte. Dann Gesicht. Auf jeden Fall jeder von euch und jede von euch kennt das Gefühl, wenn man Zitronensaft trinkt oder Zitrone isst, oder? Dann sind alle Muskeln auf unserem Gesicht so angespannt. Lass uns mal genau jetzt so ein Zitronengesicht machen. Für 7 Sekunden. Und Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und entspannen. Jetzt dehnen wir unsere Gesichtsmuskel. Genau, das ist perfekt. Und unsere Schulter brauchen auch ein bisschen Bewegung. Deswegen machen wir 5 Kreisen. Aufwärts und 5 rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Das, was ich jetzt euch vorschlage, ist, die dann in die Hände zu nehmen. Und jeder von euch hat jetzt 3 Sekunden, um die schönste gitarristische Haltung aufzubauen. Okay? Also, Start. 3, 2, 1. Sehr gut, sehr gut. Jetzt schaut ihr mal, wie ist das mit unserer Gitarre? Also, wir sitzen gerade und dann die Gitarre kommt zwischen den Beinen. Wir sitzen wie auf einem Pferd, einfach gerade, stolz, gell? Und dann Gitarrenkopf auf unsere Kopfhöhe. Und dann die linke Hand landet hinten, also der Daumen landet hinten. Zwischen Gitarre und unsere Hand muss einen Tunnel geben, durch den unser Weihnachtsexpress durchfahren kann. Dann, wie ist das mit der rechten Hand? Wir zeigen okay. Und unsere Okay-Haltung landet da. Genau, da ist unsere Okay-Haltung. Ihr macht es super. Also, jetzt lass uns mal ein Spielchen spielen. Ich habe für euch 2 Spiele vorbereitet, so dass wir uns wieder
wieder so ein bisschen einspielen nach den Ferien, etwas wiederholen. Und zwar Spiel 1, das ist Spiegel. Und Spiel 2, das ist... Nee, jetzt sage ich das euch noch nicht. Zuerst Spiegel. Was tun wir? Der Kapitän landet auf der vierten Seite. Wie hieß nochmal die vierte Seite? Du, also D. Genau, das war das Mama D. Tatsächlich. Ihr seid sehr gut. Da ist es. Und dann Zeigefinger, Pirat. Pirate da. Auf dem G. Und Mittelfinger Pirate auf dem H. Ringfinger Pirate kann einfach auf die erste Seite abgestellt werden. Und der Kleine bleibt in der Luft. Lass uns mal jetzt ein Spiegelspiel spielen. Ich spiele dann eine Note und ihr müsst es nachspielen. Also. Aufpassen und start. Sehr gut. Und jetzt zwei Noten. Aha. Drei Noten. Sehr gut. Jetzt vier Noten. Aufpassen. Ich. Und jetzt ihr. Sehr gut. Und jetzt noch etwas mit Drücken. Auch fangen wir mit der eine Note an und dann bis vier Noten. Lass uns mal das machen. Also aufpassen. Die Finger hier sind genau gleich wie vorher. Also Daumen auf die vierte, Zeige auf die dritte. Mittelfinger auf die zweite und Ringfinger auf die erste und der kleine Finger fliegt. Okay, aufpassen. Und jetzt ihr. Hey, das sollten gedrückte Noten sein, oder? Na klar. Aber nicht nur. Also das D haben wir. Jetzt. Richtig. Und jetzt drei Noten. Aufpassen. Und jetzt ihr. D. Und jetzt? Und jetzt ihr. D, A, Genau. Genau mit diesen Finger, also mit dem zweiten Finger spielen wir das A, mit dem ersten Finger spielen wir das C und mit dem dritten Finger spielen wir das D. Ihr habt alles richtig gespielt. Spiegelspiel wurde beendet. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Okay, das haben wir. Was wir jetzt noch machen, das ist das zweite Spiel. Und hier werden auch die Finger der rechten und die Finger der linken Hand arbeiten. Also, das ist ja ein Gespräch zwischen Kapitän und Piraten. Wie tun wir das? Ich zeige euch schon. Also, hier haben wir die Noten. Alle Noten kennen wir. Und jetzt schaut mal, was steht da? Kapitän spielt die Note D. Also, was tun wir hier?
Kapitän spielt die Note D. Na, das ist klar. Dann Zeigefinger spielt die Note A. Wo ist das A nochmal? Das ist da. Und mit dem Zeigefinger spielen wir hier das A. Nicht wahr? Der Daumen spielt das D, der Zeigefinger spielt das A. Und dann noch, Mittelfinger spielt die Note C. Also wie ihr seht, haben wir hier die zwei Finger engagiert, um das A und C zu drücken. Und hier haben wir den Kapitän, Pirate Zeige und Pirate Mittelfinger engagiert. Und wie sieht es aus? Lass uns mal das zusammen machen. Zuerst Daumen, also Kapitän spielt D und dann zurück auf die Seite. Zeigefinger in der rechten Hand, Pirate Zeigefinger spielt das A und kommt zurück auf die Seite. Und dann Pirate Mittelfinger spielt das C. Und C. Richtig. Sehr schön. Okay, dann lass uns mal die erste Zeile zusammenspielen. So wie wir das gesagt haben. So bereiten wir auch unsere Finger vor. Daumen. Zeige, Mittel. So sieht's aus. Daumen, Zeige, Mittelfinger. Und dann, hier brauchen wir das A mit dem zweiten Finger und das C mit dem ersten Finger. Genau. Aber nicht auf einmal. Diese können wir einfach nach Bedarf hin tun, um mit den Fingern die richtige Bünde drücken zu können. Also, wir haben hier das D, A, D, C. Also dann, zusammen. Eins, zwei, ah, und das sind die langen Noten. Die dauern jeweils, wie viele Schläge? Ihr wisst es? Vier. Sehr gut. Also, wir spielen auf eins die Note und lassen wir sie klingen bis Ende des Taktes. Und dann wieder auf 1 spielen und bis Ende des Taktes klingen lassen. Zusammen. 1, 2, 3, 4. D, 2, 3, 4. Jetzt das A, 2, 3, 4. Wieder das D, 2, 3, 4. Wieder das I und jetzt das C. 2, 3, 4 und nochmal die erste Zeile. 1, 2, 3, 4. D, 2, 3, 4 und A, 2, 3, 4 und D, 2, 3, 4 und C, 2, 3, 4. Sehr gut, wir haben das. Jetzt zweite Zeile. Welche Noten haben wir hier? In dem ersten Takt, was ist das? Ein D und ein D. Okay. Im zweiten Takt ein A und ein A. In dem dritten Takt hier D und D und dann C und C im vierten. Hey, das sind genau gleiche Noten. Schaut mal. Hier hatten wir D, hier haben wir D. Hier A, hier A, hier D, hier D, hier C und hier auch C. Nur, dass hier jede Note dauert jeweils, wie viele Schläge? Genau, 2. Also wir zählen dann 1, 2, 3, 4, aber spielen auf 1, 3, seht ihr das?
Das war die ganze Note. Eins, zwei, drei, vier. Und das sind zwei halbe Noten. Also eins, zwei, drei, vier. Wir spielen immer auf eins und dann auf drei. Zusammen. Wir bereiten auch unsere Finger vor. Daumen, Zeige, Mittel. Und hier haben wir wieder das A und das C. Das ist ja ganz einfach. Natürlich, hier zwischen Gitarre und unserer Hand haben wir was? Ein Tunnel für Weihnachtsexpress. Zweite Zeile. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr auch. Und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, drei, vier. Das machen wir noch einmal, noch einmal. Okay, ich bin bereit. Ihr hoffentlich auch. Und wir spielen und singen zusammen. Eins, zwei, drei, vier. D, zwei, D, vier. A, zwei, A, vier. D, zwei, D, vier. Und der erste Finger auf C, zwei, C, vier. Wunderbar. Alles funktioniert. Jetzt ganz schnell schauen wir auf die dritte Zeile. Was haben wir hier? Vier Noten D, hier vier Noten A, hier vier Noten D und hier vier Noten C. Richtig. Also, hier haben wir C, 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 C. Gut, das heißt, dass wir in dem ersten Takt wieder nur D haben, wieder hier im zweiten wieder nur A, in dem dritten wieder nur D, in dem vierten wieder nur C. Für die linke Hand bleibt alles genauso, wie es war bisher. Für die rechte Hand, was ändert sich? Dass wir in einem Takt nicht eine, nicht zwei, sondern vier Noten haben. Also, wir spielen auf 1, auf 2, auf 3 und auf 4. Wie sieht's aus? Schaut mal. Auf 1, 2, 3 und 4. Und wie sieht es aus? Entschuldigung, genau jetzt. So. D, 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 D. Die ganze Note, das war D. Halbe Note. D, D. Und Viertelnote. D, 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 D. Alles ist einfach. So, bitteschön, die ganze dritte Zeile zusammen. Die Finger sind schön vorbereitet. Tunnel, hier haben wir Okay-Haltung. Und eins, zwei, drei, vier. D, 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 D. Und dann A, mit dem Zeigefinger. A, und jetzt D. D, D, D und jetzt C, 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 C. Richtig. Ich zeige euch jetzt nicht mehr die Noten. Ihr wisst, was das war. Das war D, A, D, C. Und hier könnt ihr einfach anschauen, wie ich das greife und wie man das sehr schön greifen sollte. Okay-Haltung. Hier haben wir auch Tunnel. Sehr gut. Unsere Finger liegen nicht auf dem Sofa, obwohl wir jetzt gerade aus dem Ferienmodus kommen. Nein, die bleiben und sitzen hier und stehen still, ganz gerade und bereit zum Spielen. Also, eins, zwei, drei, vier. D, und jetzt A. Dann wieder D mit dem Daumen. Sehr gut macht ihr das. Und mit dem Zeigefinger.
Mit dem Zeigefinger greifen wir hier, Mittelfinger da. Und nochmal. D, 2, 3, 4. Jetzt. A, 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 A. Und jetzt. D, 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 D. Und jetzt. C, C, C. Richtig. Alles toll. Alles top. Also 1, 2, 3, 4. 5. Bravo. Bravo. Jetzt. Angelo, Max, Tessa, Marius. In der vierten Zeile haben wir schon etwas anderes. Da sind zwar Viertelnoten, also das heißt, dass wir eine Note pro Schlag spielen, aber die Noten sind ein bisschen gemischt. Seht ihr das? Hier ist D, A, D, A, hier ist D, C, D, C und hier ist D, A, D, C. Genau, am Ende haben wir dreimal das D. Gut, dann spielen wir Takt 1. Bitteschön, alle zusammen. Mit diesen Fingern, die wir hier auch benutzt haben. Also das heißt, mit Finger, Daumen, mit Finger, Daumen und mit dem Zeigefinger. So. 1, 2, 3, 4. D, D, Entschuldigung, zu schnell. D, A, D, A und nochmal. D, A, D, A. Genau, das ist D, A, D, A. Und jetzt, wir haben hier D, C, D, C. Hier benutzen wir was? Hier benutzen wir Daumen, Mittelfinger, Daumen, Mittelfinger. 1, 2, 3, 4. Daumen, Daumen. Und jetzt nochmal. D, C, D, C. Okay, die ersten zwei Takte nacheinander, so wie es sein sollte. Und D, A. Sehr schön. Und jetzt schaut bitte hier. Sehr wichtig ist, dass wir mit unserer rechten Hand hier gar keine komische Bewegungen machen. Sowas wie. Das sieht auch nicht so schön aus. Oder? Also, nochmal zusammen. D, A, D, A und dann D, C, D, C. Zusammen. D, A, D, A und dann D, C. Sehr gut. C und entspannen, bitte. Entspannt eure Hände. Das ist jetzt super wichtig. Den ganzen Stress und Druck müssen wir jetzt einfach wegschütteln. Aber aufpassen auf die Gitarre, okay? So, entspannt euch. Und wir spielen dann die ganze vierte Zeile. Das machen wir locker. 1, 2, 3, 4. D, A, D, A, D, C, D. War das. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Jetzt können wir uns für so 10, 15 Sekunden entspannen. Das ist sehr wichtig. So. Ihr könnt auch durch das Fenster schauen. Noch 7 Sekunden. Auch vielleicht auch in die andere Richtung. Noch 3 Sekunden. 2, 1 Sekunde. Und ich schlage euch vor, dass wir heute das Stück
nur drei Töne spielen und dann noch fährt ein Hund nach Osnabrück. Einverstanden? Lass uns mal das machen. So. Nur drei Töne. Da haben wir die. Da haben wir die Noten. Aber ihr habt die Noten auch zu Hause. Deswegen kann ich euch eigentlich die ganze Zeit nur zeigen, wie man das schön spielt. So. Nur drei Töne. Eins, zwei, drei, vier. Nur drei Töne hat der Song, hat der Song, hat der Song. H, A, G, das waren sie schon. Eins, zwei, drei und Ende. Und Wiederholungszeichen zusammen. Nur drei Töne hat der Song, hat der Song, hat der Song. H, A, G, das waren sie schon. Eins, zwei, drei und Ende. Genau, das ist das. Wahrscheinlich habt ihr bemerkt, dass ich nicht nur die Melodie gespielt habe, oder? Genau, die Sache ist, dass ich ja auch dann die grüne Gitarre gespielt habe. Was ich ja auch, euch auch empfehle. Die grüne Gitarre ist meistens auch ein bisschen leichter als die rote Gitarre. Ja, also zusätzlich kann man natürlich auch die grüne Gitarre dazu spielen. Das wäre super, das wäre super. Okay, und jetzt, was tun wir hier in diesem Song? Ich habe eine Idee, wie wir das noch schöner spielen können. Wie ihr seht, wir haben hier so eine Welle am Anfang. Ich zeige euch, worum es mir geht. Wir haben hier das H, A, G, A, oder? Wir haben hier das H, A, G, A. Und diese Töne werden so zu, genau, H, A, G, A. Seht ihr das in euren Noten? Oje, Entschuldigung. Genau, also, seht ihr das in euren Noten? Die Noten werden so eine Linie hier, so eine Welle, wenn man die Köpfe von denen zusammen verbindet, dann haben wir so eine Welle hier. Oder so eine Rampe, wie für Skateboard. Und was tun wir hier? Ich würde euch vorschlagen, dass wenn wir uns hier oben befinden, spielen wir laut. Wenn wir uns dann hier in der Mitte befinden, also wenn wir das A spielen, spielen wir mittellaut, so ganz normal. Und wenn wir das G spielen, sind wir leise. Versuchen wir es zusammen, okay? Lass uns mal das machen. Lass uns mal das machen. Also die erste vier Töne. Zusammen. Wir bereiten uns vor. Eins, zwei, drei, vier. Laut, normal, leise, normal. Nochmal. Schöne Haltung. Eins, zwei, drei. Und laut. Ja, genau. Noch einmal. Genau, also das H spielen wir dann am lautesten, weil das auch unsere,
Unsere höchste Position hier ist, also la, 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 und so weiter. Jetzt machen wir sowas. Wir spielen jetzt nur die erste Zeile und ich zeige euch, wo wir uns dann, genau, wo wir uns dann befinden. Entweder auf dem H, auf dem A oder auf dem G. Ja, das machen wir jetzt zusammen. Laut, mittel und leise. Bitte schön. Eins, zwei, drei, vier. Ha, a, g, a. Ha, ha, ha. A. Ha, ha, ha. Genau, und jetzt nochmal zusammen. Ihr spielt und ich zeige euch, wie laut es sein sollte. Eins, zwei, drei, vier. Laut, normal, leise, normal. Laut, laut, laut. Normal, normal, normal. Laut, laut, laut. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Gut. Ganz am Ende noch einmal spielen wir Fährt ein Hund nach Osnabrück. Und vielleicht nehmen wir die allerletzte Strophe. Ich singe es, ihr spielt es nur. Aber wenn ihr auch mitsingen wollt, desto besser. Lass uns mal das zusammen machen. Bitteschön. Seite Nummer 32 in unserem Buch. Aber das wisst ihr schon. Und 1, 2, 3, 4. Fährt ein Ochs nach Offenbach, trinkt dort ein Brause, bleibt für eine ganze So fahren wir auch nach Hause heute. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir heute wieder zusammen spielen dürften. Und ich hoffe wirklich, ich drücke die Daumen, dass jetzt diese Situation viel besser wird, so dass wir zusammen uns wieder in einem Raum befinden können, in eurer Schule, und dass wir dann zusammen musizieren können. Dürfen sogar. So, ihr Lieben, ihr wartet wahrscheinlich noch auf Hausaufgaben. Heute gibt's nicht nur etwas zum Spielen, aber auch etwas zum Aufnehmen und Anhören sogar. Schaut mal. Kapitän Piratengespräch. Das ist das, was ich euch gezeigt habe hier. Dann, und das bitte jeden Tag oder jeden zweiten Tag spielen. Aber sehr schön. Und wir achten natürlich auf unsere Haltung. Das ist jetzt super wichtig. Dann Lieblingslied aufnehmen und schicken. Das Lied, was euch am meisten jetzt gefällt. Nicht von den älteren, sondern jetzt von den neuen Stücken. Bitte einfach mal aufnehmen und mir schicken. Das wäre super. Und dann noch dritte Aufgabe. Ach, das ist eigentlich gar keine Aufgabe, das ist eher ein Genuss, weil ich bitte euch, einfach ein Stück anzuhören. Und zwar das, was jeder Gitarrist auf jeden Fall kennt. Das ist ja Asturias von Isaac Albéniz. Und diese Gitarristin Anna Vidovich, sie spielt es einfach brillant. Bitte hört euch das einfach mal an. Ich schicke euch alles noch per E-Mail und wir sehen uns dann nächste Woche. Nächste Woche schon nächste Woche werden wir dann nicht so viel wiederholen, sondern wir gehen einfach voran. Wir haben noch
den Plan, um alle Noten hier in unserem Buch kennenzulernen bis Ende des Jahres. Wir schaffen es. Also, danke für heute. 1, 2, 3, 4, 5. Danke euch. Mach's gut. Ciao.